Füße auf dem Tisch. Es ist noch nicht mal 15, Matze, bei mir ist erst 14,5. Genau, machen wir eine 15 hier. Wir machen eine 15, liebe Freunde, und damit geht's los in Borderlands Folge, lass mich lügen, 22. wir sind wieder gut gelaunt, Kevin kann nicht reden, das hebt unsere Laune noch ein Stückchen mehr. Und wenn ich mich nicht irre, und das passiert weiß Gott sehr selten, dann müssen wir, oh, ich habe eine Skin-Anpassung, oh, habe ich schon, weg damit. Dann müssen wir Matchstick verbrennen. Ich glaube, einer von uns hat den Kerl eingepackt. Lilis Anhänger, Zwerg zündeln, richtig. Und dafür müssen wir schnell reisen. Aber wenn ich euch schon wieder an den Automaten stehen sehe... Das ist halt wirklich so, ne? Wie jetzt? Wir müssen zum Frostburn Canyon? Wir müssen auch dazu sagen, wir haben jetzt länger nicht mehr gespielt. Ja. Ich will erst mal gucken, was ich noch alles hab. Ja, ich mache dabei mal was Produktives. Also sprich, der Robert muss erstmal auf sein Leben wieder klarkommen. Das ist wirklich wahr. Achso. Ah, Kevin kommt langsam hinterher. Das ist ja schon mal ein Anfang. Oh, Robert, ja, kommt da. Oh. Achso, wir müssen Matchstick holen. Dann mache ich das mal. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Ups. Das war die falsche Taste. Ich will die Flamme sehen! Ich will eins sein mit dem Feuerhawk! Das kriegen wir hin. Habe ich auch gerade gemacht, die falsche Taste. Hat dem Feuerhawk nur mit einer Flammenpistole und seinem Glauben gewappnet über 100 Menschenleben da. Über 100? Wow. Aber das waren doch bestimmt alles nur Kultanhänger, oder? Oder? Klar. Da kann man sich nicht so sicher sein. Aber beeindruckende Zahl. Dann bringen wir jetzt dem Firehawk, aka Lilith, den... 111, ich glaube auch schon Mist, 101. Toten. Juhu! Dann kann er eins sein mit dem Firehawk. So, und dann müssen wir nach Southern Shelf, da waren wir eine ganze Weile nicht. Du machst es mir folgender unauffällig. Aber unauffällig. Ist es eine Absicht, dass du mit mir Partnerlook hast, Kevin? Ich glaube nicht, nee. Also letztes Mal in der Folge klang es nach Absicht, wenn ich ehrlich bin. Und das ist gerade echt eine coole Lichtstimmung hier, muss ich sagen. Also das gefällt mir. Was für cool Zeug? Eine coole Lichtstimmung. Hörst du mir nicht zu, oder was? Lichtstimmung? Ja. Das ist natürlich ein interessantes Wort. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Hast du noch nie das Wort Lichtstimmung gehört? Also es klingt für mich jetzt ziemlich neu. Okay. Und im Zweifelsfall ist es immer eine Wortneuschöpfung, wie auch immer der Fachbegriff dafür heißt. Neologismus. Ah, Neo genau. Irgendwas. Ja, genau. Neologismus. Naja, mein Faschismus. Gott. Klatscht gleich. Was war denn das für eine Wumme? Zu verlockend, da jetzt drauf zu schießen. So, sind wir noch richtig, ja. Also irgendwie schon. Irgendwie ist ja alles gerade kaputt gegangen, naja gut. Das ist normal so. Matze einfach, ist mir egal, ob wir richtig sind. Das ist aber nicht sehr unauffällig, ich höre nämlich eure Schritte. Hat ja jemand gesagt, dass man die unauffällig fühlt? Ja, ich. Aber klug, Matze, sehr gut. Boah, den hat's aber auseinandergenommen. Hä? Ach, hier oben. Ach, ne, ist so weg. Ich habe dort mal gemacht. Ah, tolle Wurst. Was ich ein bisschen Borderlands ankreiden muss, ist, dass die Bosse nachspawnen. Das ist eigentlich. Ja, das ist ein bisschen schade. Ziemlicher Mist. Also nicht, dass es jetzt wahnsinnig schwer ist, die Bosse zu knallen, aber es ist halt irgendwie Käse. Stimmt allerdings irgendwie. Na, so wird es doch nicht. Hm, kann man machen. Was habe ich angezündet? Das glaubst du nicht, sein unerhörlicher Vorwurf. Ich habe angeblich seine Lunte angezündet. Sowas verbitte ich mir. Sowas machen würdest, ne? Echt mal. Ich habe ja, wirklich wahr. Das ist ja schon fast ein bisschen eklig, was der Herr von mir verlangt. Verdient hast du nicht.
Doch, stand da. Ich war auch ganz überrascht. Oh, ne Spielskin. Ne Spinnen. Ja. Spinnen? Na, hab schon nicht so. Du spinnst da grad rum, ja. Beruhig dich, meiner, beruhig dich. Nur weil ich ein bisschen Wortfasching hab, brauchst du mich nicht hier zu disseminieren. Habt ihr gemerkt, wie der Robert gerade die Betonung auf ein bisschen gelegt hat? Wo müssen sie mir hin? Fau. Na. Vor allen Dingen, warum können wir da hinten nicht reisen? Weil das einfach mal nicht geht. Weil da oben keine Schnellreisestation ist. Und wenn Borderlands 2 sagt nein, dann heißt das nein. Monster Kill. Oh mein Gott, das trifft doch meine Oma besser, ey. Ja, das glaube ich sogar. Ist gerade ganz schlimm, ich treffe nix. Also so wie immer. Nee, nur gerade. Ach so. Sonst bin ich Master of Universe, aber gerade. Habt ihr das gehört? Master of Universe. So, Master of Universe, hier vor müssen wir. Naja, Brennnäpfel. Also die eine Shotgun, die ich hier gerade nutze, die hat auf mich statistisch einen besseren Eindruck gemacht, als sie jetzt wirklich ist. Warum? Also diese, weil die nicht so viel Damage macht, wie erwartet. Das ist die, die du mir gegeben hattest. Ruhe. Ich? Ja, das ist die Ober-Imba-Shotty. Ach so. Aber meine gute alte Teddy-Jore-Wumme, die wiederum ist eigentlich gerade ganz nice. Oh, wieso komme ich denn hier nicht hoch, Mann? Ah, Story of my life. Halt um. Bleib liegen. Na, was denn du? Na, soll im Fall nur liegen bleiben. Am besten alles gleichzeitig. Nicht da. Alles durch begrüßen. So. Hier gibt's doch immer noch Fisch. Fisch? Fisch? Na klar, hier dreht sich auch noch ein Fisch. Wie schon das erste Mal, als wir hier lang sind. Ah, hier macht er schon. Nur nicht klar, hä? Man zerrennt einfach weiter. Ist echt wie so. Immer. Warum soll es denn anders sein, Kevin? Ja, die zwei Hanseln, die kriegt doch nur schon noch hin. Nee, das Ding wird bitte jämmerlich krepiert werden. Dann habt ihr es aber auch verdient. Oh. Ist ganz schön hart, weißt du das? Ich kann noch härter. Ganz schön schlecht. Nee, aber was erwartest du? Hier waren wir ja schon überall. Ja, ist richtig. Man kann ja trotzdem optimistisch sein. Kenne ich von dir gar nicht. Nee, ne? Ist eigentlich ungewöhnlich. Ich höre auch wieder damit auf, wenn es okay ist. Ja. Ist vielleicht besser. Es verwirrt nur. Ich würde dann den Optimismus wieder einstellen. Ey! Der hat mich geschubst. Na dann schubst zurück. Das ist ja interessant. Sieh mir in die Augen, wenn ich dich anstarre. Auch schöner Satz. Ja, kann eigentlich nur von Robert kommen. Ey, nee, das war hier von so einem Psycho. Beruhig dich. Na, sag ich doch. Psycho, beruhig dich. Ey, du beruhig dich auch. Jetzt beruhigen wir uns mal alle. Du sollst dich beruhigen. Meine Fresse. So, neben der Musik, wir haben alle erledigt. Wir müssen ganz nach oben. Wir waren doch schon mal hier, Mensch. Oh, super. Euer Erinnerungsvermögen gleicht dem einer Walnuss. Du mich auch. Wisst ihr? Bei mir hat auch gerade einer gefragt, wie heißt du doch gleich? Jetzt könnte das Spiel irgendwie unsere Gedanken lesen. Ja. Macht schon ein bisschen Angst. Usama, was ist denn hier los? Was? Wie? Wer hat mir den gestealt? Das kann nicht nur Robert. Nee, stimmt, kann ich nur Kevin gewesen sein. Robert darf ich nicht beleidigen, der hilft mir gerade.
Wo ist denn der eine Gegner, der hier noch ist? In deinem Gesicht. Ja, entweder ich stehe auf ihn oder er ist über mir. Ich denke, ersteres ist wahrscheinlicher. Also über dir halte ich für doch ein bisschen zu weit hergeholt. Ei, Fettes. Fettes. Fall um. Ich wusste gar nicht, dass sie Feuerdamage macht. Ich bin begeistert. Da schmeißt er mit seinen Waffen durch die Gegend. Das kann ich nie gewesen sein. Unmöglich. Ich hab sowas nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich sowas machen würde. Ach, Captain Flint. Ach, die alte Kackbratze mal wieder. Ah, ich habe leider keinen Sniper, sonst würde ich nur von hier schon aufs Korn nehmen. Aber hilft ja alles nichts. Ich gehe derweile mal auf in den Ring. Ja, gut rumgerissen. Brauche ich nochmal Muni? Jetzt gucke ich hier ins Inventar. Oh ja, oh ja. Ja, besser mal. So, Flintorino, wo bist du denn? Tut's mir nicht. Hättest du wohl gerne. Sag ich doch. Er hat sich gerade dematerialisiert. Auch nicht schlecht. Ne? Voll in die edlen Teile. Hier, ihr seid massiv falsch, aber ist cool. Aber da waren noch Feinde. Da waren keine Feinde, die Musik sagt, es ist zu Ende gewesen. Und wenn die Musik sagt, es ist zu Ende, dann ist es zu Ende. Ja, du redest wohl. Deal with it. Wie geht's nicht weiter? Hopp. Oh Mann, ey, ist Gehirn verteilt oder was? Du auch gerade essen, oder? Wenn diese Typen sich abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein. Ich meine, ist doch wahr. So, Robert, mach mal. Ich bin doch da. Ich hab's mal gemacht. Ja, schon wieder nur am Looten, Robert. Endlich werden wir vereint sein! Geh zum Verbrennungssteuerpult und erfüll ihm seinen Wunsch, wenn's sein muss. Warum lootet der Robert hier eigentlich die ganze Zeit? Was soll denn das? Ich geh, Mensch. So, verbrenne ihn. Ich fühle deine Umarmung, Firehawk! Ich liebe dich! Ich liebe dich so sehr! Das war echt schräg. Aber lustig. Allen Dingen, das blablabla, obwohl er ja verbrennt. Normalerweise wird man das ja machen, wenn man ertrinkt. Oder? Nein! Oh doch! Oh nein! Oh doch! Oh, geil! Uiuiuiui! Bist du runtergesprungen? Awesome. Ich weiß nicht, ich weiß, wo ich bin. Boah, also das war gerade echt intensiv. Ist jetzt hier runtergehüpft? Na sicherlich! Aber ich weiß nicht wie, ich komme da gar nicht drüber. Ich komme da auch nicht drüber, bei mir ist da eine unsichtbare Wand. Doch, jetzt. Oh. Wenn einer von euch dabei natürlich draufgehen würde, wäre das mal... Ich bin im Wasser gelandet. Ja, ich sehe es. Na komm doch, Kevin, komm um die Ecke. Oh, das tut dir. Du bist falsch. Ja, aber ich muss auf den langen Weg runter. Anti-Wasser erstmal wegen Schild und so. Ich komm gleich. Na, ich geh schon mal zur Schnellreisestation, bis ihr euch hier auskehrt. Der eine springt ins Wasser, der nächste, der geht außen rum. Meine Güte. Jetzt hier raus! Das haben wir alle schon schneller gesehen, früher, als wir noch jung waren. Ach, früher? Ja, wir müssen uns erst wieder einspielen. Das kannst du nicht die ganze Zeit aufs Einspielen schieben, Kevin. Ich will aber. Naja, okay. Ich bin übrigens wieder da, ich hab's geschafft. Na, Baby, ich bin beeindruckt. Ich hätte gedacht, man stirbt, wenn man in das Wasser fällt. Deswegen war ich auch so massiv gefasst und in voller Kontenance, als ich da runtergefallen bin. Ja. Nee, es geht kontinuierlich weg, also erst Schild und dann Gesundheit. Ach so. Na, da war es ja gut, dass ich nicht verzweifelt bin. No. Das wäre ja sonst peinlich gewesen.
Echt so, ne? So, wen verbrennen wir denn als nächstes? Hat gerade irgendwie Laune der gemacht. Letztes ankommt. Das gibt noch nicht. Ich hab dafür eine Waffenkiste gefunden, so. Tolle Boss, mit Waffen für Level 3. Und? Es geht ums Prinzip. Ja. Oh, was ist denn das hier für eine Keuchhusten-Tussi? Was ist mit mir? Nicht Ach, du. Nee. Also auch, aber... Ich rede natürlich im Großen und Ganzen von meinem Char. Von einem guten Sweetheart. Ich weiß gar nicht, wie ich sie genannt hatte. Ich glaube Sandra oder sowas. Was? Einfach weil ich es konnte. Weil ich meinen Charakteren immer sinnvolle Namen gebe neuerdings. Also aber nicht echte Sandra. Namen. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Wo kann ich das denn nachschauen, wie die meinen Charakter heißt? Falsche Namen. Scheißegal. Falsche Namen sind zum Beispiel Robert. Achso, wir können mal eine neue Quest. Ach nee, wir müssen die abgeben. Und zwar bei Flammenmeister Clayton. Und da müssen wir zum Frostburn-Gedingensgedöns. Ah ja, das ist ja auch ausgewählt. Man hätte nur mal runterscrollen müssen. So, wo ist eigentlich Robert? Ach, noch auf dem Schiff oder was? Nee, ich war schon halb bei euch. Ja. Hätte ich jetzt auch behauptet, wenn ich du wäre. Immer. Ui, da bin ich. Du hast doch sagen, gecheatet. Wir geben die Gäste noch ab und dann... Bist du dir ganz sicher, Kevin? Ja, ich bin mir diesmal sicher. Gut. Ja, muss ja mal nachfragen dürfen. Nach diversen Vorfällen, ne? Natürlich. Wo ist er denn? Ach, hier ist er doch. Na, Leuchtstick, wie geht's? Danke, Fackel. Wir werden Matchstick bald folgen. Die große Entflammung steht bevor. Die was? Die Entflammung, oh, die kann auch nicht zuhören. Naja, die steht bevor, was auch immer das bedeuten mag. Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Wollte ich halt gerade abmoderieren, fängt er an mit reden, ich glaub's ja nicht. Naja, die Entflammung steht bevor, und zwar für Folge 23. Und ich hoffe, ich habe diesmal richtig gezählt, nicht so wie in Folge 19 oder 20, wo ich mal wieder knallhart falsch angekündigt habe. Aber voller Überzeugung, darauf kommt's an. Deswegen habt ihr mir das auch alle geglaubt, obwohl da in der Beschreibung was ganz anderes stand. Okay, liebe Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.